Hallöchen und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Aufnahme von Factorio. Ja, wir sind wieder hier zurück im wunderschönen Land der Fabriken und ja, wir sind da, das ist schön. Ich muss hier, glaube ich, ein bisschen optimieren, weil das geht so nicht. Mach mal so, ja. Wir sind wieder da, das ist schön und wir gucken auch, dass wir auf jeden Fall heute, will ich auf jeden Fall eins machen, das mir echt schon, was ich schon ewig machen wollte. Und nur noch nie dazugekommen bin, nämlich wir machen heute eine Fabrik für Produktivitätsmodule 3 und für Geschwindigkeitsmodule 3. Ja, im Endeffekt ist das nicht schwierig, wir brauchen nämlich nur haufenweise Prozessoren, also hier Schaltkreisplatinen, Dinger. Ja, und die müssten wir ja irgendwo da oben schon soweit fertig haben, wenn ich mich nicht irre. Und das tue ich ja prinzipiell nie. Wir haben die doch noch nicht fertig. Okay, na gut. Auf jeden Fall, die Dinger brauchen wir. Und ja, aber die haben wir doch irgendwo, hatten wir die doch schon. Ich will nämlich ganz gerne einfach wieder so ein Ding kopieren. Also ich glaube, rohstoffmäßig passt soweit. Zu dem Thema Ölpumpen, es gibt leider keine besseren Ölpumpen, also das geht in Vanilla nicht, da gibt es ja diese einen Ölpumpen und ja, die sinken, also es ist so, die liefern zwar immer Öl, aber irgendwann sinken sie eben auf 2 Liter pro Sekunde, da haben wir die, wusste ich es doch, dass ich die schon irgendwo hatte und das ist das Problem, 2 Liter pro Sekunde ist halt ein bisschen wenig dann, ja, und das merkt man dann auch. So, Moment, ich nehme jetzt das einfach mal als Blaupause mit, hätte ich gesagt. Da muss ich den ganzen Spaß nicht nochmal, nein, nicht ein ganzes Buch, neue Blaupause. Da muss ich den ganzen Spaß nicht nochmal aufbauen. So, dann gucken wir mal. Gut, das Ding da oben brauchen wir nicht. Weil dann habe ich zumindest die violetten Schaltkreise und rote und grüne haben wir dann auch. Also das sollte eigentlich dann ganz gut passen, hätte ich gesagt. Ja, schauen wir mal, wo wir das jetzt hinbauen. So, das Ding, Moment, ich lege das jetzt hier mal ab. Das Ding kommt weg. Das Ding kommt weg, das Blaupausenbuch. Ja, mit hartem P schreibt man das, ist ganz klar. Kommt weg, das brauchen wir nicht. So, aber puh, wo bauen wir denn das jetzt hin? Interessant wäre ja, hallo? Hab ich das jetzt nicht gespeichert, oder was? Alter, bin ich doof? Hä? Ich glaube, ich habe es nicht gespeichert. Irgendwas habe ich falsch gemacht. Irgendwas habe ich auf jeden Fall falsch gemacht. Ja, gut, das fängt ja schon mal toll an. Ja. Aber ich denke, das Thema mit dem Öl ist nicht so tragisch, weil wir ja eh ohnehin die... so, hier, Haken. Muss ich vielleicht auf dem Haken... Ah, so läuft die Geschichte. Okay. So, dumm di dumm di dumm di dumm dumm di dumm di dumm di dumm. Laufen wir da mal rüber. So, und jetzt würde ich sagen, wir reißen einfach dann diesen... Ja, hier geht es sich natürlich genau nicht aus. Was ist da im Weg? Ach, der Mast. Ja, komm, das können wir aber auch... So nah ran möchte ich ehrlich gesagt gar nicht gehen. Und da haben wir überall das Problem, dass wir damit sowieso nicht durchkommen. Weißt du was, ich baue das jetzt einfach hier hin, weil da nervt es am allerwenigsten. Bis auf das Ding ist leider im Weg. Aber ansonsten geht's. So. Also hierher, das soll es eigentlich am ehesten hinpassen, hätte ich gesagt. Oder? Ja, komm. Hauen wir es da hin. Wo ist jetzt wieder? Ach, das ist... Boah, alles im Weg hier. Weg damit. Weg damit, weg damit. Reißt weg die Scheiße hier. Ja, das darf ja wohl nicht wahr sein. So, gut, probieren wir nochmal. So, jetzt soll es aber gehen, ne? Sehr gut, okay. Und das Ding können wir gleich wegtun, weil das brauchen wir nicht. Da muss ich aber nur schauen, dass wir mit dem anderen... Wo kommen wir denn da am ehesten hin? Ach ja, guck mal, hier geht es sich eh schön aus. So, müssen wir nur mit dem Strom noch ranfahren. Und schon sollte das eigentlich wieder ganz gut passen. Hätte ich gesagt. Und da auch noch. Gut,
Ja, wir müssen aber trotzdem dafür jetzt hier das Band ein bisschen erweitern, damit das zumindest bis hierher geht. So. Und die Kiste kann auch weg, weil die brauchen wir ehrlich gesagt auch nicht wirklich. Nee. So. Und ich kann gleich mal tausende Tunnel bauen. Weil die brauche ich sowieso. Eieiei. Ich brauche Eisen. Ganz viel Eisen. Super. Ja, das kann ein bisschen dauern, aber hey, ist kein Thema. Schaffen wir schon. Ja, die Tunnel fehlen natürlich. Was auch klar ist. Moment, für Tunnel, was brauche ich da? Da brauche ich ja Zahnräder. Ja, gut, weißt du was? Da machen wir einfach. Gucken wir einfach, dass wir irgendwo Zahnräder klauen. Also gelbe. Oh, verdammt. Gelbe Dinger, gelbe Fässer bleiben irgendwie gar nicht übrig. Haben wir hier Zahnräder irgendwo? Nö, keine Zahnräder. Okay. Komisch. Ja, das Singen beim Let's Playen. Ja, das ist so eine Angewohnheit. Das sind Zahnräder, sehr schön. Die werden wir uns gleich mitnehmen. Dim, 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 dim. Dim, 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 dim. Mir fehlen aber trotzdem noch massiv viel Eisenplatten dafür. Tja. Gut, aber Ressourcen haben wir im Griff. Das ist schön. So, 1, 2, 3, 4. Ich mache jetzt gleich mal ein bisschen mehr, weil ich brauche die ja sowieso. Ja, das ist immer dasselbe Thema. Ich brauche die ja sowieso. Es fehlt dann Eisenplatten wieder. Na, okay, gut. Nehmen wir ein paar Eisenplatten mit. So. Gut, wo sind wir jetzt zu Hause? Da drüben war das, ne? Irgendwo da, genau da haben wir das aufgebaut. So, einmal auf. Also, das so Teile-Dinger. Boah, ich brauche schon wieder Eisen. Verdammt. Ich habe echt keine Teilerteller. So, aber ich könnte hier jetzt auch den da dann schon mal machen. Den da und den da. Also das ist Kupfer. Verdammt, ich brauchte ja noch so viel Tunnel. Ich muss ja da hoch auch irgendwie kommen. Also das ist Kupfer. Toll. Aber zumindest geht sich das schön aus hier, ja. So. Nein, das wollte ich so nicht. Ich wollte das eigentlich so haben. Sehr schön. So, viermal einladen. Aber mir fehlt da natürlich noch eine Tunnel. Das geht sich ja niemals aus. Gut, das hätten wir dann schon mal. Wo bleibt meine Materiallieferung? Liebe Lieferdrohnen, wofür habe ich euch eigentlich angestellt? Weiß man nicht so genau. So, komm, ich brauche wieder ein bisschen davon. Hallo, hier? Ja. Komm, Teilerteller machen wir auch gleich. So. Dann hoffe ich, dass wir da so halbwegs da. Moment, da oben brauchen wir, die brauchen wir zum Beispiel nicht. Also das können wir auf jeden Fall so machen. Ach, und ich habe auch keine Rohre mehr. Alter, ich habe auch keine Rohre mehr. Ja, das kann ja noch lustig werden. Und eine Chemiefabrik fehlt natürlich auch. Jetzt fehlt mir ernsthaft Kupfer. Nein, das gibt's doch nicht. Ach, ich brauche sogar drei Chemiefabriken. So, aber das Wichtige ist ja auch, wir müssen da ja dann. Habe ich noch Violette? Ich habe auch keine Violetten. Alter,
Ich hab gar nichts mehr. Ich brauch Filtergreifarme. Also hätte ich zumindest gerne. So, okay. Aber weißt du was, das machen wir anders. Warum habe ich da eigentlich zwei? Das ist ja, also, übertreiben brauchen wir jetzt auch nicht, oder? Können wir das da rauslassen wieder? Bringt das was? Moment, ich überlege jetzt gerade. Genau, dann können wir nämlich das da so machen. Komm, wir machen da einfach den grünen, dann soll es nicht so schlimm sein. Oder von mir aus machen wir es so, ja. Da müsste es eigentlich passen. Dann können wir uns da den da unten sparen, weil wir brauchen ja in Wirklichkeit, wir brauchen ja dann beide von denen, ja. So, aber was ist hier jetzt genau am Happenen? Außer, dass ich keine Rohstoffe habe, die ich brauche. Und wahrscheinlich auch wieder zu wenig Tunnel habe. Na komm. So, da ist Eisen. Da brauchen wir Eisen. Natürlich haben wir keine Tunnel mehr. Wie sieht es sonst so aus? Ja, hier Wissenschaftspakete. Sieht eigentlich echt gut aus. Oh, und der Covarex-Anreicherungsprozess ist bald fertig. Sehe ich gerade. Cool. Ist richtig fein. Boah, dann müssen wir das auch noch bauen. Ach, ey. Das kann ja was werden. Da haben wir ganz viele Sachen vor uns. Oh, apropos. Covarex-Anreicherungsprozess. Schön. Gut, dann bauen wir Logistiksystem. Ne, brauchen wir noch nicht. Aber Kapazitätsbonus für Greifarme wäre auf jeden Fall cool. Und Kugelschaden ist auch super. Haben wir jetzt eigentlich die letzte Rüstung? Raketensilo, das brauchen wir übrigens, um das Spiel auszuspielen. Ja, also jetzt sind wir bald soweit. Haben wir jetzt die letzte Rüstung schon erforscht? Also könnten wir die schon bauen, oder? Ja, Kampfanzug MK2. Okay, da brauchen wir Geschwindigkeits- und Effizienzmodule. Und ganz viele andere Sachen, die wir nicht haben. Toll. So, dumm. Aber das Wichtigste ist jetzt für mich wirklich das da oben. Ich meine, das wird zwar auch nicht sehr effizient werden, das Ganze. Ja, das kann ich euch gleich schon jetzt versprechen. Aber darum geht es auch nicht. Es geht nur darum, dass wir halt immer ein paar von diesen Modulen vorrätig haben. So. Wie sieht es mit Tunnel aus? Wir haben wieder ein paar Tunnel, sehr schön. Da oben fehlt auch noch einer. So. Und da auch noch. Und dann kommt hier das Eisen rein. Ne, stimmt schon so. Da war ich mir kurz unsicher. So, einmal Eisen. Gut. So, dann fehlt hier noch. Da. Ach ey. Das ist natürlich genau da, wo wir eh schon das Zeug rausziehen. Bleibt da noch was übrig? Wahrscheinlich ja nicht, oder? Aber da hinten ziehen wir da noch irgendwo welche raus. Das wäre natürlich nämlich blöd, wenn das dann. Nee, also offensichtlich ziehen wir da. Doch, hier ziehen wir noch welche raus. Ach, hey, fürs Ausschwemmen von. Ach, stimmt, verdammt, da brauchen wir das ja auch. Wie sieht's hier eigentlich aus? Wie viel haben wir da schon? Wow, 6 Stück. Und wir brauchen 40. Aber hier haben wir schon ein bisschen mehr. Gut, okay. Ja, das heißt, das ist jetzt ein bisschen blöd, weil wir müssen diese Fässer hier irgendwo. Oh, das da unten sieht cool aus. Wir müssen hier irgendwie diese Fässer für da oben rausziehen. Wir könnten das einfach vorher machen. Voll fies. Ja, so machen wir das auch, hätte ich gesagt.
So. Was ist das hier überhaupt? Warum? Ja, toll. Oh nein, wir haben keinen Strom mehr. So, dann gibt's nämlich dann hier. So, nach oben und rüber und Ich meine, ich weiß zwar auch nicht, warum, dass ich da eigentlich 4 Greifarme mache, aber es ist halt irgendwie vom Design her überall so. So, jetzt brauchen wir natürlich wieder ganz viele Tunnel. Gut, ganz viele waren das jetzt nicht, aber ein paar zumindest. So, und bitte einmal rausziehen lassen. Wir haben definitiv viel zu wenig von diesen Fässern. Viel zu wenig. So, gut, das läuft. Chemiefabriken brauchen wir noch 3 Stück. Wo sind die da? 3 Stück Chemiefabriken. So, da oben brauchen wir noch einen filternden Greifarm. Muss ich sowieso auch ein paar machen. Ach, und so unterirdische Dinge haben wir auch noch. Ach Gott. Tja, aber dann müssten wir es eigentlich so halbwegs... Ach, das Wasser fehlt noch. Verdammt, und hier die Fässerabtransportationsgeschichte fehlt auch noch. Ach Gott, Moment, jetzt holen wir hier mal das Wasser. Nach oben. So. Gut, beim Wasser ist es ja echt zum Glück egal, weil Wasser haben wir richtig viel. Das war jetzt eigentlich doof, weil das war zu lang. So. Gut. Und bitte einmal anfüllen. Tada. Tada. So, und die Fass-Zurücklieferung brauchen wir natürlich auch noch. Da kommt dann da hier nochmal. Was ist denn hier eigentlich noch? Ach ja, da brauchen wir Kohle auch noch, oder? Was brauchen wir da? Kohle natürlich. Verdammt. Aber das wird jetzt schön langsam, wird es ein bisschen kompliziert, die ganze Geschichte. Nee, es ist die falsche Richtung. Toll. Ich glaube, ich habe schon wieder viel zu wenig. Natürlich habe ich viel zu wenig Tunnel. Komm. So. Fass Zurücklieferung. Und ich glaube, ich mache hier was, was ich sonst nicht mache. Ich werde das kombinieren. So. Oder? Dann würde ich mir zumindest ein... Nee. Nee, ich glaube, ich mach das nicht. So. Nee. Wir haben bei den Fässern, sollten wir zum Glück genügend Platz haben, hoffe ich zumindest. Dass im Fassband genügend Platz immer ist. So. Und runter und runter und rüber und überhaupt. Oh, verdammt. Wir haben hier Mangelerscheinungen. Aber ich muss echt was mit... Naja. Ich brauche wieder neue Tunnel. Und dazu holen wir uns lieber wieder die Dinger. Die Dinger! Wo sind denn die Dinger? Die Zahnräder, die will ich ehrlich gesagt. Genau. So. Zack. Und zack. Was? Achso, nicht genug. Ach Gott, ja. Ich sammle trotzdem hier schön die Zahnräder ein. Das Factorio-Zeichen quasi. So, haben wir jetzt genug? Ich kann es mir immer noch nicht vorstellen.
Wir könnten aber auch, komm, wir machen jetzt hier einmal den da noch, weil dann haben wir hier die, packen wir die da auch noch rein, weil sonst wären die eh zu viel des Guten. So, die Fassentleerung ist da. Dann müssen wir nur gucken, dass wir irgendwie hier noch ein bisschen Kohle hochbekommen. Aber das sollte auch ganz gut gehen. Hier, es ist richtig voll hier. Merke ich gerade. Aber ist eh gut. Platz effektiv genutzt. Ja, so soll es sein. So. Hier nochmal schön mit Kohle angefüllt. Damit wir ja Kohleprobleme bekommen. Nee, natürlich nicht. So schnell geht das nicht. Keine Angst, Leute. Ich habe alles im Griff. Mittlerweile. So, nach oben, nach oben, nach oben. Und in diese Richtung. So, jetzt sollten wir, genau, jetzt können wir die roten auch machen, das ist schön. Dann hier einmal das da und einmal die Fässer auch zurückbringen. So, da fahren wir einmal darüber. Und wir bringen die Fässer zurück. Komm, dann machen wir hier Platz sparen. Sehr schön. Fehlt dir immer noch was? Ja, Alter, da fehlt echt noch ein Rohr. Ich glaub's nicht. So, jetzt haben wir es aber, oder? Jetzt ist fertig. Ja, sehr schön. Wunderbar. Okay. Gut, und dann brauchen wir jetzt drei Fabriken. Und zwar müssen die Fabriken. Moment, Moment, Moment. Da. Dann natürlich steht der blöde Mast wieder im Weg. Gehen wir hier hin. Und die drei Fabriken, wir machen da. Was machen wir denn Schönes? Machen wir Geschwindigkeit. Ich möchte eigentlich beide machen: Geschwindigkeits- und Produktivitätsmodule. So. Gut. Also da machen wir Geschwindigkeitsmodul 1, da bauen wir Geschwindigkeitsmodul 2 und da bauen wir Geschwindigkeitsmodul 3. So, und da fahren wir jetzt einfach so schön durch. Zack. Dann, Alter, ich habe nicht mal, mir fehlen sogar die roten. Mir fehlt alles. Es ist echt traurig irgendwie. So, dann machen wir einmal da, da und da. Und natürlich auch da, da und da. Und dann machen wir einmal da, da und da. Fragt euch sicher, was das jetzt bringt, aber ihr werdet es gleich sehen. So. Nämlich da machen wir dann die Produktivitätsmodule. So. Und dann schauen wir mal, wie das Ganze dann so wird. Ja, ich befürchte ja, dass das wahrscheinlich gar nichts weitergehen wird. Aber im Endeffekt ist es so, weil man braucht immer für die nächste Stufe ein Modul der Vorstufe und deshalb sollte das so eigentlich ganz gut laufen. So, und da oben, ich bräuchte eigentlich einfach nur zwei Kisten. Also ich hatte noch zwei Kisten, okay. So, und damit das Ganze nicht so hässlich blinkt, brauchen wir natürlich auch Strom. Ich sollte vielleicht gucken, dass ich anschließe auch irgendwo. So. Gut, und dann schauen wir mal, wie der Spaß jetzt funktioniert. Ich sehe schon, wir haben einen leichten Mangel bei roten Dingern. Ja. Aber das ist jetzt, wie gesagt, das ist jetzt sicherlich so, dass das einfach, das ist normal, ja. Es wird jetzt einfach ewig dauern, bis hier irgendwas Vernünftiges rauskommt. Weil wir halt die Violetten hier auch brauchen. Wahrscheinlich bräuchten wir einfach noch mehr so rote. Aber das geht jetzt nicht mehr, weil das habe ich jetzt so eng zusammengesetzt. Na, ne, egal. Im Endeffekt sollte irgendwann mal dann doch eines rauskommen. Ja. Okay, da hat er schon, sogar schon eins gemacht. Ja, also es wird schon irgendwie wird schon gehen, hätte ich gesagt, ja.
Es dauert halt einfach ewig. Habe ich rote dabei, die ich da wo reinfüllen könnte? Hätte ich schon. Ja, das mit den roten gefällt mir nicht. Ich hätte das wahrscheinlich ein bisschen länger machen sollen. Ja, aber das kriege ich jetzt nicht mehr unter. Nein, das passt schon. Vor allem, ich kann eh nicht mehr rote machen, weil da hätte ich dann zu wenig grüne. Das haut schon hin so. Das lassen wir jetzt so. Ist ein gutes Design. Wir müssen uns halt einfach, wie gesagt, es wird ewig dauern, bis hier unten irgendwas rauskommt. Oh, der hat sogar schon zwei Produktivitätsmodule. Ich könnte das... Nee, ich lasse das jetzt so. Ich lasse das jetzt wirklich so. Das wird schon... Da wird schon irgendwann mal was rauskommen. So. Wir sind ja immer noch gut abgedeckt mit Logistik. Okay. Okay, gut. Dann hätten wir das geschafft. War mir lange schon ein Anliegen. Dann würde ich sagen, komm, machen wir jetzt echt einfach kurz diesen Rucksack. Und dazu brauchen wir Geschwindigkeitsmodul 3 und Effizienzmodul 3. Die müssten wir ja eigentlich... Ja, komm. Ich brauche Plastik dazu. Plastik hätten wir hier. So, Kohle, ja, ist okay. Das steht auch. So, da werde ich, denke ich, glaube ich, vielleicht doch ein paar noch mitnehmen, weil ich glaube, da brauche ich noch ein paar. Und hier könnte ich auch richtig schön, weißt du was, komm, ich snack die einfach mal ein. Haha. Sehr schön. So, also, schau, jetzt könnten wir eines machen. Eines ist aber zu wenig. Wow, das dauert wirklich ewig. Aber ihr merkt auch, also ich baue es jetzt hier eben, wie gesagt, manuell im Inventar. Und da merkt ihr, wie lange das eben beim Automatismus auch dauern wird. Ja, das ist genau das Problem, das wir haben. Aber wir haben ja noch ein paar Folgen da. Vielleicht das eine oder andere kommt ja vielleicht dann wirklich raus. Schauen wir mal. So. Gut, und eigentlich müssten wir da oben unser Uranverarbeitungsding sollten wir vielleicht auch ein bisschen ausbauen, oder? Und wieder der erweiterte Schaltkreis. Ich dachte, ich habe da eh so viel mitgenommen von denen. Offensichtlich doch nicht. Na gut. Du. Dann klauen wir eben hier ein paar von denen. Die roten Schaltkreise, die sind wirklich richtig wichtig, aber man schafft es einfach nicht, dass man da genügend baut, dass man da immer genügend vorrätig hat. Das ist ein Ding der Unmöglichkeit. So, kann ich jetzt so ein Ding nochmal bauen? Nein, ich möchte die erweiterten Schaltkreise nicht bauen, ich möchte die im Inventar haben. So, hier. Einmal sowas bauen dann bitte. Dauert jetzt eh noch, weil ich muss unten die Dinge erst abwarten. Ach, und ich sehe gerade, ich muss mein Inventar ausleeren. Ich habe so viel Geraffel im Inventar. Das Ding kann weg. So, brauchen wir nicht mehr. Warum habe ich hier eigentlich so Abwehrtürme, Zeugs und... Boah, ich muss das echt ausmisten. Ich hatte mal eine Ordnung im Inventar. Schon lange her. Komm, die Schienen. Warum sind die Schienen bitte da draußen? Brauche ich doch niemals da draußen. Teilerteller sind dafür nicht draußen, die ich bräuchte. So, das kommt weg. Das kommt hier hin. So, und komm, ich baue jetzt währenddessen hier noch ein paar von denen. So, was ist hier? Was fehlt dir hier? Natürlich Zahnräder, oder? Ja. Packen wir alle ein, schmeißen wir alle raus, damit wir hier wieder ein paar schöne blaue Schienen machen können. So, kommen jetzt hier Kupfer rein, Kupfer rein, Kupfer rein,
Kupferrein und Kupferrein. So, wie sieht's denn mit Eisenschmelzen aus? Das haut alles gut hin. So, wie viel Öl bekommen wir? Wow, das war nix fast. Ah, Kohle, komm Zug, ich gebe den Zug ein bisschen Treibstoff. Ne, der ist natürlich gerammelt voll, aber ich kann die Kohle zumindest da oben weglegen. Ne, kann ich auch nicht, weil die Kisten alle voll sind. Komm, dann packe ich sie in den Zug rein. Haha. Gut, Eisen. Wo bekomme ich Eisen? Los. So, die Pumpen. Das Einzige, was ich machen könnte, ich könnte die Pumpen mit Produktivitätsmodulen bestücken. Aber was ist denn jetzt eigentlich? Wieso? Hä? Ja, wie jetzt? Im Rohr ist 100 Rohöl. Ja, warum verarbeitet ihr das nicht? Ach, das dauert so lange. Ah, okay. Ich wusste gar nicht, dass das so lange dauert. Gut, hier könnten wir vielleicht auch ein bisschen optimieren noch. Ich könnte hier so ein Ölsilo herbauen. Habe ich aber leider nicht im Inventar. Ah, schön, hier werden wieder Wasserfässer abgefüllt. Wunderbar. So, und da sind die altertümlichen Eisenschmelzen. So, Holz kommt da rein. Irgendwann werde ich das Holz einfach zum Verheizen nehmen. So, was brauche ich denn noch nicht im Inventar? Komm, das könnte man eigentlich da runterpacken. Ja, geht sich natürlich gerade nicht aus. Ja gut, aber sonst kann ich eigentlich alles gut brauchen. Bis auf die Robotergestelle und die Solarpanel, die brauche ich ehrlich gesagt auch nicht, die tragbaren Solarpanel. Komm, die schmeißen wir auch da rein, weil die werde ich niemals mehr brauchen. Ja, und das da unten, ihr seht, es ist schon ein bisschen langsam. So, was haben wir hier für Probleme? Wir haben hier keine Kohle mehr am Start. Aber da wäre noch, guck mal hier, schaffen wir es noch, dass wir exklusiv ein bisschen Kohle haben. Ich sehe gerade, von unten kommt ja auch keine Kohle mehr. Ja, da wundert es mich natürlich nicht, dass ich da Probleme bekomme mit der Kohle. Und da ist eigentlich auch, weißt du was? Ich muss das, Moment, ich habe da so ein Kabel, das schlängelt sich hier überall rum. Also seit ich meinen Tisch umgebaut habe, habe ich nur Probleme mit den Kabeln. So, das Ding kommt weg, das passt so. Dann kommen wir hier. Schön runter, die Kohle abbauen. Das geht hier auch noch ohne Probleme. Und da muss ich dann aufpassen, dass ich keine Steine dazu bekomme. Ja, aber passt. Okay. So, haben wir Kohlefeld wieder erschlossen. Was haben wir hier jetzt eigentlich? Ach Gott, da haben wir wieder. Oh nein, so seltsam symmetrisch und auch nicht symmetrisch. So, und da brauchen wir dann sowas. Und da brauchen wir dann sowas. Und dann brauchen wir ein paar Stromdinger. Und schon sollte die Kohle hier wieder am Fließen sein. Ja, wunderbar. Die Kiste, komm, dann machen wir eher so, damit die nicht immer ganz voll ist. Puh, ja, gut, Ich muss da ganz kurz umdisponieren, weil das Kabel, das nervt mich hier ein bisschen. So, gut. Okay. Hätten wir das auch. Schön. Jetzt gucke ich nur da unten. Achso, das war hier, war da ein Kohlefeld. So, wo ist da das nächste Kohlefeld, das wir anzapfen könnten? Haben wir hier, da ist noch ein großes Kohlefeld. Das könnte man nehmen, oder? Ich würde sagen, ja. Komm, dann nehmen wir die gleich alle mit. Strom kommt auch weg. Nur damit es zumindest mal angeschlossen ist, ja.
nämlich in unserem riesengroßen Lager, ja, in unserer riesengroßen Basis, die eigentlich echt ein bisschen sinnlos groß ist. Aber was haben wir hier wieder? Ich habe noch 8 Granaten, das ist nicht viel. Gut, dann würde ich sagen, wenn da schon so ein Mast da ist, dann bauen wir einfach um den Mast herum. Ist zwar dann nicht mein bevorzugtes Layout, aber ich will den Mast jetzt auch nicht wegnehmen, weil sonst weiß ich natürlich wieder nicht, wo der Strom vorher war und wo nicht. Da wollten mir irgendwelche Drohnen wieder was liefern und haben es dann doch aufgegeben. Ah, da sind sie. Okay, da kommen sie schon. Gut. So. Jetzt geht es natürlich genau um einen. Obwohl, weißt du was? Komm, machen wir es. Machen wir so, dann haben wir es schön gemacht. So. Gut. Und dann nochmal derselbe Spaß. Ich habe noch genau 2 Teilerteller, die ich natürlich auch immer zu wenig habe. Und ich habe wirklich immer noch 3 Holzmasten. Und mir fehlt Holz. Ernsthaft. Du wirst mich wohl verarschen, oder? Ach nö. Nein, das darf jetzt aber echt nicht sein, oder? Gut, ich muss da hoch und muss Masten sammeln, weil ich kann sie jetzt momentan bauen auch nicht. Wobei, komm, ich habe ja noch den da. Dann nehmen wir eben hier das Ding mal her. Wo deckt man denn am meisten ab? Hier. So. Tja. Jetzt habe ich keine Strommasten mehr. Also keine Strommasten mehr zu haben und gerade auch nicht die Möglichkeit zu haben, welche zu bauen, ist halt schon sehr bitter. Ja, weil darum habe ich gerade nicht die Möglichkeit. Habe ich die hier nicht mitgenommen? Wahrscheinlich dachte ich mir, ja komm, ja die lasse stehen, weil brauchen wir ja eh noch hier. Alter, Strommasten, es fehlen mir wirklich Strommasten, ich glaub's nicht. So, und hier, ja gut, gelbe, es war zu erwarten, dass die Wissenschaftspakete, die gelben, ein bisschen das Problem sind. Natürlich fehlt mir, ja, habe ich auch nicht genügend, also keinen Tunnel mehr. War auch natürlich klar, irgendwann mal. Aber ich brauche ja sogar, verdammt, ich brauche ja noch einen Tunnel, merke ich gerade. Boah, jetzt geht mir ja wirklich alles aus. Moment, jetzt muss ich gucken, kann ich vielleicht... Nee, das ist zu weit, ne? Boah, da ist jetzt gerade echt der Hund drinnen. Kann ich das da unten, wenn ich hier sage Tunnel... Zweimal, kann ich das irgendwie priorisieren? Nee, kann ich nicht. Ich kann nur den ganzen anderen Sachen abbrechen. Zentrifuge brechen wir auch ab. Das merken wir uns, dass wir das bauen wollten. Das auch. So. Das auch. So, und dann machen wir hier nochmal die Zentrifuge. Wo ist die? Da? Da? Nö, da. Genau, einmal Zentrifuge, dann 3 von denen, dann kommen einem von denen auch noch, ich mache hier ein bisschen mehr. Ist ja peinlich. So, wo müssen wir da hoch? Hier irgendwo, ne? So, komm, dann machen wir hier mal Strom noch, weil ich habe noch 7. Was ist das peinlich? Ist das peinlich, keine Strommasten zu haben? Ist echt schlimm. So, dann einmal nach oben. Ach, die Zentrifuge ging ja jetzt wieder schnell. Das ist ja witzig. So,
So, komm, ich brauche unbedingt, ich muss mir Tunnel auf Vorrat bauen. Es hilft alles nichts. Tunnel auf Vorrat, Tunnel auf Vorrat, la 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 la, Tunnel auf Vorrat, hey. Der neue Tunnel auf Vorrat-Song von TheCloud23. Dim, dim, dim. So, gut, das ist die Zentrifuge, die wollten wir irgendwo reinklopfen. Was haben wir hier eigentlich noch? Was ist hier? Hier ist echt manchmal komisches Zeug, wie zum Beispiel die Greifarme. Sollten da nicht blaue Greifarme zumindest ein paar drinnen sein? Ich glaube schon. Nee, jetzt habe ich sie, ja. Egal. Achso, Blödsinn, die blauen, ja. Ich bin doof. Die blauen Greifarme, die kann ich mir ja sowieso liefern. Die lasse ich mir eh liefern. So. Gut. Dann würde ich sagen, erweitern wir unsere Zentrifuge etwas. Achso, es ist so halb dunkel. Achso, stimmt, hier habe ich noch die Lampen, darum. Heute haben wir noch gar nicht gekämpft. Und ich glaube, ich lasse das diesmal auch so. Ich kämpfe heute einfach nicht. Man muss nicht immer kämpfen. So, ich nehme jetzt einfach hier mal den gemütlichen Weg. Probier's mal. Mit Gemütlichkeit, mit Ruhe und Gemütlichkeit. Ja, dann sind deine Sorgen ganz schnell weg. Ich kann den Text nicht. Ja, ja, das ist nichts Neues nicht. Nein, nein, gar nichts Neues nicht. Oh, guck mal, ich brauche hier Tunnel. Hey, das hätte ich mir jetzt nicht gedacht. So. Mach nochmal hier so eine Uranaufbereitungsgeschichte. Ach, und filternde Greifarme brauche ich hier auch. Stimmt. Einmal den da und einmal den da. Du tust das schwache Uran raus und du tust das starke Uran raus. So, dann brauchen wir hier einen Tunnel. Das geht dann wieder so. Und einen... Ach stimmt, ich wollte eigentlich Strommasten bauen. Wäre vielleicht nicht blöd gewesen. So. Ach komm. Immer diese Stromgeschichten. So, dann geht das vielleicht ein bisschen schneller, weil irgendwie... Es füllt sich, ja. Ja, komm, beliefert mich mal kurz. So. Komm, Tunnel. Tunnel, Tunnel, Tunnel. 12 Türme sind in einem Kampf verwickelt. Wow. Ja, die Gegner haben ein Problem hier mit meiner Energieanlage. Ich muss diese Basen jetzt dann irgendwann mal weghauen. Ich freue mich ja, wenn ich das alles umdrehe und die dann wirklich die Fässer wieder reinpacken in die Lane. Dann haben wir da echt mal richtig, richtig viel. Wie sieht es eigentlich mit dem Uran aus? Weil Uran ist eine endliche Ressource. Und ja, irgendwann ist das aus. Und ich glaube auch nicht, dass es Sinn macht. Wo hätten wir denn noch? Da ist ein bisschen Uranerz. Ja, aber sonst... Wir haben sonst, glaube ich, echt ja gar nichts mehr. Warum ist eigentlich hier? Hä? Warum? Achso, das war irgend so ein Radarschüssel-Dings, ne? Wahrscheinlich. Ja, wir haben immer noch hier so ein kleines Uranfeldchen. Gut, aber hier ist echt noch viel da. Ja gut, einer ist schon leer, aber die anderen... Ah, da oben, die sind auch schon leer. Aber ich lasse die hier noch, weil die sind ja teilweise hier mit im Verbund. So, und ich finde die Strategie so irgendwie besser, als wie wenn ich jetzt Schwefelsäure unten machen würde. Wäre natürlich auch eine Möglichkeit, aber ich möchte das nicht als Grundrohstoff dann haben, weil das wäre wahrscheinlich nervig. So, komm, Alter, das ist richtig viel. Ich glaube, ich muss noch so ein Ding bauen. Ich glaube, ich baue echt noch so ein Ding. Ach, Moment, ich muss ja was anderes machen. Hier, Geschwindigkeitsmodule. Brauche ich ja noch ein paar.
Ich habe erst eins, ich brauche für den Kampfanzug brauche ich ja 5. Toll. Also wir müssen klauen. Wir klauen Plastik und... Ich meine, ich könnte auch einfach... Moment, Geschwindigkeit. Ich bin eigentlich ein Idiot. Ich hätte die Effizienzmodule machen sollen. Wie viel brauche ich von denen? Auch 5, oder? Ja. Ich bin ein Idiot. Die hätte ich basteln sollen. Na gut. Von den Rohstoffen her kommt es aufs Gleiche raus. Von dem her, ja. Eisen, Kupfer und Plastik. So, Eisen. Moment, Plastik nehmen wir gleich hier mit. Könnte ich überhaupt schauen, ob ich irgendwo vielleicht nicht... Damit ich das Plastik nicht immer unten klauen muss. Haben wir jetzt hier genug? Es braucht echt viel. Okay, ich könnte aber in Wirklichkeit... Na gut, jetzt habe ich schon so viel geklaut von dem Zeug. Ich hätte einfach Schaltkreise klauen sollen. Nee, das dauert mir jetzt viel zu lange. Nee, das geht jetzt nicht. Das kann ich jetzt nicht bringen. Nee, sorry, das kann ich jetzt nicht bringen. Ich hätte Schaltkreise klauen sollen. Das wäre wahrscheinlich geschickter gewesen. So. Ja, weil jetzt brauche ich nämlich nur noch die grünen. Komm, das dauert mir auch zu lange. Grüne klauen wir auch. Ein paar zumindest. Ach, guck mal, jetzt gehen sich zwei aus. Okay. So, komm, dann packen wir hier Eisenplatten rein, damit ich die aus dem Inventar wieder bekomme. Weil das hätte jetzt wirklich viel zu lange gedauert. So, und die Kupferplatten, die Millionen, die ich jetzt im Inventar habe. Ach, hey. So, und da auch noch ein bisschen. Habe ich einfach Millionen Kupferplatten im Inventar? Ich glaub's nicht. So, komm, hier packen wir auch ein paar rein. So süß, die ersten Wissenschaftspakete, die brauchen wirklich Kupferplatten und Eisenzahnräder. Ach, das waren noch Zeiten. Da war alles noch einfach. Warum ist denn da oben jetzt nichts mehr? Hm, war das etwa ich? So, okay. Ja gut, ich behalte die jetzt einfach mal im Inventar. So, und wir klauen wieder ein paar grüne und violette und rote Schaltkreise. Nämlich von da zum Beispiel. Oder von da zum Beispiel. Aber am liebsten klaue ich die roten Schaltkreise. Oh, ich brauche nur noch grüne. Hier. So. Gut. Dauert trotzdem noch 100 Jahre, aber hey, ist egal. Brauchst du hier ein paar so Platten? Natürlich. Man braucht immer so Platten. Kupferplatten. So, okay, da stecke ich fest. Gut, das ist das hier. Ja, und die Fässer, das normalisiert sich mit der Zeit auch irgendwie, habe ich das Gefühl. Ist jetzt auch schon echt okay. Also, was ist das, die Geschichte da? So, und da, ich bin jetzt gespannt, haben wir da schon irgendwas fertig? Ja, es ist zumindest okay. Ja, eins ist natürlich schon blöd, wenn sich natürlich das da... Ich muss das echt aufteilen. Okay, ich muss das aufteilen. Komm, ich muss das anders machen. Tut mir leid, ich muss das anders machen. Ich bin gerade drauf gekommen, dass das nicht gut ist, was ich hier gerade gebastelt habe. So. Oh nein, die haben keinen Strom mehr. War das etwa beabsichtigt? Ich weiß es nicht. Das kann natürlich sein. So, komm, wir machen das jetzt. Wir machen das auch nochmal weg. Habe ich genügend Teile wahrscheinlich nicht, oder? Ich hab
2. Ich brauche nur 2. Passt schon. Gott sei Dank. So. Weil ich muss das auf jeden Fall aufteilen. So. Einmal so und einmal so. So. Ist nur die Frage, wie ich das jetzt unterkriege. So auf jeden Fall nicht. Toll. Nein! Ich kann es ja eigentlich auch so machen. So, genau. So machen wir es. So ist gut. Weil dann wird das nämlich wirklich stimmt. Ich habe das ja bei mir in meinem privaten Spiel quasi ähnlich gemacht und da hatte ich ja auch so Probleme, dass sich das natürlich gegenseitig dann irgendwie die Rohstoffe weggenommen hat, was nicht so gut war. So, wie kriegen wir das jetzt symmetrisch halbwegs hin? Ich möchte sie eigentlich nach oben bauen. Machen wir so einfach, oder? Ist doch egal. Direkt nebeneinander, ja. So, so ist gut. So gefällt mir das gut. Also, einfach, mittel, schwer. Also, modulmäßig, ne? So, gut, dann einmal so, so, so. So, 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 so. So, 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 so und dann natürlich brauchen wir die Dinge auch noch. So, gut, dann einmal hoch da bis hierher, das andere geht dann nur bis hierher. So, und da ist es eigentlich... Müsste ich ja... Nee, komm, es ist egal. Es ist egal. Die sind sowieso so langsam. Das macht echt keinen Unterschied, glaube ich. Oder? Nee, ich muss die Kleine muss ich vorne hin machen. Das hilft nichts. Oh nein, er baut schon wieder alles komplett komisch. Ja, ich weiß, danke. So, komm. Ich muss die Kleinen vorne hinpacken. Also die, nicht die Kleinen, die Doppelten. Weil die einfach... die Blauen schneller sind als die Roten. So, und jetzt, ich habe jetzt so viel violette Prozessormodule mitgenommen. So. Und da auch nochmal. Und dann hier nochmal kurz anschließen. So, und los geht's. Der ganze Spaß. Und jetzt befüllen wir nochmal kurz hier, da kommen 8 von denen rein, zack. Dann kommen da 10 von denen rein, zack. Dann kommen da, okay, das eine, das behalte ich mir schon mal. Das kommt da rein. Weißt du was, komm, ich packe da überall jetzt 100 Violette rein in das letzte. Einfach weil es egal ist. Aber es kommt hier ja echt nichts an. Boah, es kommt hier gar nichts an. Das geht so richtig lahmarschig langsam dahin, die Geschichte hier. Wow. Aber wie gesagt, es ist nicht tragisch. So, wichtig ist jetzt nur, jetzt wird das hier schön aufgeteilt zwischen die beiden Industriezweige. Das behalte ich mir auch. Ne, das packe ich da rein. Wichtig wäre trotzdem, wenn das dann ein bisschen... Was brauchst du denn? Brauchst du hier sowas? Ja, komm. Man könnte hier dann natürlich auch gleich mal ein Geschwindigkeitsmodul reinpacken. Dann seht ihr auch gleich, dann geht das viel schneller. Und da kann ich bis zu 4 reinpacken und dann könnt ihr euch vorstellen, dass ich da auch richtig, richtig schön... optimieren kann. Nur das Problem ist, wie ihr ja jetzt merkt, dass die einfach extrem schwierig zu bauen sind.
richtig aufwendig, die Geschichte. So, und eben durch die Teiler-Dinger, da ist es jetzt so, dass es wirklich immer eins auf die eine Seite, eins auf die andere Seite schmeißt und dadurch haben beide Seiten dann gleich viel an Materialien, sage ich mal. So, komm, damit da auch was weitergeht. Und was mangelt es dir? Ach, auch an, ach so, an. Ja, und das Schlimme ist, man braucht ja immer fünf gleich, ja, das ist, boah, das ist so, Alter. Das ist echt so schlimm. Dumm-di. Naja, gut, wir schauen da später nochmal vorbei. Aber ich habe jetzt für meine Kampfrüstung, ich habe zumindest schon eins von fünf. Boah, das wird echt. Puh. Vor allem die grünen, ich habe jetzt dann zwei, aber ich brauche ja fünf. Also ich muss auf jeden Fall wieder ganz viel Zeugs klauen. Nämlich in Wirklichkeit grüne und rote Schaltkreise. Grüne und rote Schaltkreise. Da. Das sieht nämlich hier eh ganz gut aus. Einfach mal alles weggesnackt, ja, damit die Greifer nichts mehr haben. Und wie sieht's aus? Mir fehlen rote, okay. Das sehe ich übrigens, wenn ich das baue, dann sehe ich, was er bauen würde. Und er würde hier rote Schaltkreise bauen, weil ich keine roten, nicht genügend rote Schaltkreise vorrätig habe. So, gut, und der ist rot, weil wir gesagt haben, okay, es sind 50 von denen im... Okay, wunderbar. Ah, das funktioniert alles so schön. So. Und dann nochmal. Und was fehlt mir jetzt? Okay, jetzt fehlt mir alles. Grün und rot. Oh, Kapazitätsbonus für Greifer. Das ist schön. Dann bauen wir als nächstes. Komm, ich mache hier Kugelschaden. Achso, können wir noch gar nicht. Das stimmt, das weiße Zeug können wir noch gar nicht machen. Forschungsgeschwindigkeit 6 könnten wir machen. Oder... Ja komm, wir fangen einfach oben wieder an. Ist doch egal. So. Und hier snacken wir mal schön geschmeidig die ganzen grünen Schaltkreise weg. Warum? Weil wir es können. Und da kommt wieder eine Lieferung. Sehr schön. So, wie sieht's aus? Ein paar rote brauchen wir noch. 34 rote. Ja, sieht ja überall nicht so prickelnd aus. Aber rohstoffmäßig wird es jetzt wahrscheinlich auch richtig weniger werden, weil wenn das jetzt wieder alles zieht, weil man sieht ja, das steht ja jetzt momentan quasi gerade. Komm, ich packe hier die raus, weil die gehören da nicht rein, weil so schnell muss das nicht gehen, das passt schon. Dafür packe ich die in die eine Maschine. So, hier, das machen wir. Oh, achso, das Charakterinventar ist voll. Verstehe ich natürlich. Was ist denn hier los? Achso, ah, okay. Müssen wir doch den da machen. Du. Warum habe ich bitte... Warum will... nein, Moment. Viel zu viele Motoren. So. Der Greifarm dreht ja richtig am Rad. Komm, dann machen wir einen Zehner. Geht schneller. Ich will die Zahnräder irgendwie wieder loswerden. Und ich könnte die eigentlich auch wieder hier reinschmeißen. So, ein paar rote Schaltkreise bitte noch. Damit ich hier den da machen kann. So, jetzt haben wir 1, 4. Ich brauche also noch eins und da müssen wir... Naja, 73 rote brauche ich da. Muss ich wieder ein bisschen klauen. Wobei, da sind eh auch noch welche drin. Moment. 8, wow. Nehmen wir die auch noch mit. So, hier wären auch noch ein paar zumindest. Das sind wahrscheinlich immer noch nicht genug, oder? Nein, 34 brauche ich noch. Und da brauche ich gar nicht schauen, weil es braucht sowieso selber. Ich könnte ehrlich gesagt, was könnte ich... Ah, hier sind ganz viele rote.
Ich könnte in der Zwischenzeit auch hier die Bänder ein bisschen schneller machen. So, jetzt müsste es reichen, oder? Ja, wunderbar. So, irgendwo wird wieder gekämpft. Komm, wir machen hier das Band einfach ein bisschen schneller. Ah, da sind wir schon. Blau, okay. Ich könnte eigentlich die Bänder auch alle ganz nach hinten fertig bauen. Wäre auch eine Möglichkeit. Weil es gibt so viel zu tun. Aber nein, brauchen wir nicht. So. Habe ich da jetzt durchgehend rot? Schon, oder? Ja. Das würde man, glaube ich, sonst eh sehen, wenn sich das irgendwo stauen würde. Oh, ich hab keine blauen mehr. Ja, toll. Ich dachte, ich habe so viel gebaut von denen. Hm. Oh, da ist schon was fertig. Sehr schön. Eins. Naja, eins ist nicht viel, aber passt gut. Und hier wahrscheinlich auch eins, oder? Zwei, okay. Na gut, ja, alles in allem, es geht voran. Wie gesagt, das muss jetzt nicht schnell gehen hier, das reicht mir so auch ganz gut. Aber was mir nicht reicht, waren meine blauen Bänder. Ach, die bekomme ich ja eh angeliefert, das ist ja schön. Ja, dann warte ich mal kurz, bis die mir die blauen Bänder alle angeliefert haben. Was haben wir denn da? 300? Ach Gott, das kann dauern. Ich hole mir die lieber selber aus der Kiste. Du. Also heute haben wir eigentlich wieder nur optimiert. Ich meine, ist nicht schlecht, ja. Optimieren ist immer gut. Aber Action gab es heute wenig. Ich hoffe, das ist kein Problem für euch. Ernsthaft, Schmiermittel. Oh, ah, okay, stimmt, das haben wir ja hier. Gut, ich sollte vielleicht da doch ein bisschen aufpassen. Ja gut, ich meine, es spielt sich jetzt nicht auf Dauer hier ab. Du. Aber vielleicht packen wir das Ding da doch vorerst wieder weg. Ja, weil Schmiermittel, naja gut, so oft brauchen wir es nicht. Wichtiger ist das Alkangas. Das ja irgendwie schon wieder richtig ausgeht. Ach Gott. Na, das kann ja was werden. So, bauen kann ich momentan sowieso nichts. Weil wegen hier, ja. Kann ich eigentlich nur sinnlos herumlaufen. Ich könnte das blaue Band weiterführen. Das blaue Band weiterführen. So richtig weit komme ich zwar eh nicht. Ah, da ist auch wieder ein Stückchen blau. Du. Und leer. Gefährlich, wenn sich die Fässer da so aufstauen irgendwie. Da habe ich den vergessen. Der gehört da definitiv schon auch dazu. Aber das Problem ist, das kriegen wir nämlich da dann hier niemals mehr raus. Hm. Ich müsste schleunigst hier weiterbauen mit dem blauen. Aber ganz, ganz schnell. Ja gut, hilft nur nichts, weil das einfach komplett voll gefüllt ist. Heieiei. Stimmt, das habe ich natürlich nicht bedacht, dass sich das dann irgendwie so staut. Naja gut, es kann sein. Ja gut, es geht schon dann stückchenweise wieder rein. Also so schlimm ist auch nicht. So schlimm ist es dann auch nicht. Ich
könnte irgendwo angreifen. Einfach nur, weil ich schon lange nicht mehr gemacht habe. So, die Dinger, die arbeiten eh hoffentlich gut, oder? Ja. Könnten wir auch schneller machen. Hui, viel schneller. Leider brauche ich die Module selber. Ja, ich weiß nicht, alles in allem. Öl. Vorhaben Öl. Mission Öl. Was haben wir denn gesagt? Das hier, oder? 1449 oder was? Das? 1460. 2000, das wäre natürlich ideal. Aber das geht natürlich gar nicht. Nur so ein ganz kleines Fleckchen. Und da unten ist ja gar nichts. Ah, da ist noch ein bisschen Uranerz. Ja. Schön. Genau da unten, da wo wir sowieso definitiv nicht hinwollen. Ja, ich meine, es gibt schon große Ölfelder. Ich glaube, ich starte denen mal einen Besuch ab, weil die nerven mich sowieso die ganze Zeit. Habe ich wieder ein paar blaue Bänder? 42 hätte ich sogar. Komm, die packen wir auch gleich hier noch mit rein wieder. Kommt noch eins. Oder auch nicht. Nein, es fliegt an mir vorbei. Okay, auch gut. So, weil ich jetzt wieder nicht im Fokus bin für Logistiknetz. So, passt. Ich finde das hier immer noch katastrophal kompliziert. Aber es sieht cool aus. Der Logistikknoten schlechthin. Hier der Beginn. Könnt ihr euch noch erinnern? Genau hier unten war es. Ganz am Anfang haben wir hier das gebaut. Boah, ist das lange her. Wow. Und ich wollte eigentlich, habe ich jetzt natürlich wieder nicht. Nein, ich wollte hier ja ein Zwischenlager machen. Weil interessanterweise ist das doch immer recht gut ausgelastet, diese beiden Öldinger. Mich interessanterweise auch von oben, ja. Achso, weil der Zug gerade, ja gut, so viel ist das dann doch nicht. Weil der Zug gerade da war. So. Gut, dann schauen wir hier mal durch. Freunde, ja. Ein bisschen Basis ausrotten. Ich habe ein bisschen Munition mit. So, kommt mal mit. Ich möchte euch was zeigen. Kommt mal mit. Ich bin fein. Sind ganz schön viele. Waren ganz schön viele. Das Wichtigste, der Turm ist besiegt. Also einer der Türme. Alter, die nerven so, die Türme. Also für mich sind das Türme, die Würmer. So. Nur, ich lade mal kurz auf. So, gut. Auf ein neues. Hallo Wurmturm. Ja, könnte ruhig kommen. Das Gute ist, also Energie habe ich überhaupt kein Problem. Wenn ich dann einen größeren Rucksack, die größere Rüstung habe, kann ich noch mehr Laserabwehrgeschütze reinpacken. Das wird dann toll. So, laufen einmal da durch den Wald durch, weil wenn wir schon mal dabei sind, komm, machen wir da oben auch noch sauber, hätte ich gesagt. Soweit möglich zumindest. Weit möglich, ohne zu sterben. Das könnte gefährlich werden. Ich glaube, nö. Ging ganz gut. Ja, komm. Was wollen die eigentlich?
So, schön die Hütten kaputt schießen. Wunderbar. Und die Hütte auch noch. Und weg ist dir der Spaß. Es geht echt schon fast ein bisschen zu einfach. Wow, jetzt hätte mich beinahe der Zug überfahren. Und Energie, okay. Ich dachte, ich habe jetzt auf das Maximum ausgebaut. Ich meine, ich könnte. Nee, aber ich will. Ach, ich will ehrlich gesagt nicht. Ich will ja nicht noch mehr nach oben bauen. Ja, vielleicht müssen wir doch mit der Nuklearenergie dann irgendwann mal anfangen. Was haben wir hier eigentlich? Komm, das muss wirklich nicht da drin sein. Und das auch nicht. Und das sowieso nicht. Und das auch nicht. Das hat hier nichts zu suchen. Holz ist okay. Haben wir keine normalen? Doch, haben wir schon noch. Mauern sind auch noch da. Ja, Munition, gut. Ist mir egal. Hat zwar auch normal nichts zu suchen da drin, aber gut. So, haben wir wieder ein paar blaue Schienen. 149, ja komm, das packen wir rein. Ich hoffe nur, dass das mit dem Sensor upgradebar ist. Passt schon noch, oder? Der Sensor. Ja. Ja, weil sonst würde der jetzt produzieren anfangen. Okay. Gut. Und ich will dieses eine blöde gelbe Förderband auch wegbekommen. Das trage ich auch die ganze Zeit im Inventar herum. Ich habe keine Ahnung, wo ich das überhaupt noch aufgetrieben habe. So ein altes, olles Ding. So, Moment. Da passt was nicht. So, ich glaube, ich habe jetzt genügend Dinger mit, Masten. So, gut. Ja, das dauert nur 100 Jahre. Ist alles nicht so schlimm. Und das geht mir auch ein bisschen zu langsam, aber ja, es sollte reichen. Rohstoffmäßig, gut, die Fässer, naja. Es wird nicht mehr. Es wäre schön, wenn das bei diesen drei Fässerarten gleich aussehen würde wie hier, aber ich glaube, das ist eher, es wird eher nichts mehr. So, andere Rohstoffe. Puh, oh, Kupferplatten. Sah auch schon mal rosiger aus. Vielleicht sollte ich hier doch irgendwo noch Kupferplatten reingeben. So, und da. Oh, die Violetten sind richtig überfüllt. Und hier. Alter. Warum geht da nichts weiter? Komm, ich gebe dir eine kleine Finanzspritze in Form von roten Schaltkreisen, weil ich brauche dich. I need you. Ja, es war eh zu erwarten, dass hier die Roten einfach ein bisschen vernachlässigt werden. Aber gut. Zumindest es läuft alles so halbwegs weiter. Ich könnte einfach auch die massenweise Rote hier irgendwo klauen. Ah, schön, wenn ich so toll beliefert werde. Ich
könnte auch rote Schaltkreise einfach hier klauen. Dumm-di-dumm-di-dumm-di-dumm-di-dumm. Und die dann drüben reinpacken. Wobei ich ja glaube, sobald die Violetten dort anstehen, also dass sie wirklich genug Violette haben, werden wahrscheinlich die Roten dann auch eher in Richtung... Was ist das eigentlich? Warum? Ich muss doch Tunnel sparen. Da kann ich doch nicht sowas machen. Wo greifen sie mich an? Ach, da drüben? Ach, okay. Ja, das sollen sie machen. Ist kein Problem. Ist ja alles kein Problem. Hey. So, hier nehmen wir noch die roten Schaltkreise mit. Wir haben ja genügend Kapazitäten. Man könnte das Ganze natürlich jetzt auch über Logistiknetz verbinden und dann Logistikknoten, Logistikboxen und so weiter bauen. Das wäre natürlich auch eine super tolle Lösung, dass das Ganze, was ich jetzt manuell mache, quasi automatisch passiert. Oder man könnte auch ein Bussystem für jeden einzelnen Gegenstand machen. Nur da kann ich euch garantieren, dass eben so wertvolle Dinge wie grüne Schaltkreise oder... Glück gesagt, diese komischen Würstchen da, die Kupferschlangen, also die gehen da dauernd aus, das kann ich euch gleich sagen. Also falls ihr sowas mal machen wollt, das ist kein Zuckerschlöcken. So, warum habe ich jetzt eigentlich so viel Grüne? Weiß man nicht so genau. Komm, packen wir da rein. So, schön. Ja, weil jetzt wird das jetzt toll befüllt und jetzt müsste da eigentlich schön was weitergehen auch. Oh, er hat es geschafft, endlich hier auch eins rauszukacken. Das ist ja schön. Komm, die nehmen wir auch gleich mit. Zwei brauche ich hier noch. Und es ist alles voll. Ja, so gefällt mir das. So soll das immer aussehen hier. Das wäre schön, wenn das so immer aussehen würde. So. Gut. Epische Musik im Hintergrund. So toll. Und bluten eure Ohren schon? Oh, ich habe eigentlich schon wieder recht viel Blaue. Ich werde zwar trotzdem nicht auskommen hier für diese Geschichte, aber es sind schon wieder ein paar. Achso, das sind wir ja schon. Ja, und das war's. Ach, es wird auch genügend Eisen produziert. Stimmt, Kupfer wollte ich gucken. Kupfer wollte ich mal gucken, ob wir da irgendwas machen müssen. So, komm, da packen wir noch ein paar. Nein, du kommst da nicht rein. So. Achso, ich muss. So, 500 muss ich mir. Obwohl, so passt's. Und dann hier schnell mal die noch reingepackt. So. Und beim Kupfer. Dann schauen wir mal. Oh, gucke mal. Zu wenig Eisen? Was ist denn da auf einmal los? Ach, da haben wir nur zwei. Ja gut, ist egal, komm. Wir sollten das ja trotzdem schaffen. Wir sollten das definitiv trotzdem schaffen. So, also hier, es ist eigentlich witzig, dass die nicht mehr produzieren. Dass das nicht schneller geht. Ich meine, ich könnte Geschwindigkeitsmodule reinpacken, dann wird es schneller gehen. Aber die sind mir momentan noch viel zu wertvoll. Weil da würde ich mir ehrlich gesagt erwarten, dass da einfach, dass die Zulieferung voll ist. Ja? Ist ja aber nicht. Ist aber egal. So, wo haben wir denn noch? Hier ist noch Kupferzulieferung. Da kommt nicht mehr so viel ran, wie es aussieht. Okay, also da könnten wir auf jeden Fall schauen, dass wir hier noch ein bisschen mehr bekommen. Du bist leer, du bist leer. Ja, da müssen wir irgendwann mal auftrennen.
Aber ich glaube, von unten, das sollte eigentlich auch noch mehr möglich sein, weil gerade hier müsste ich ja eigentlich noch irgendwo Kupfer. Oh, nein, keine. Danke, keine neue Markierung. Habe ich hier nicht noch irgendwo Kupferfelder? Ich habe echt keine Kupferfelder. Ernsthaft? Ich meine, das da, ja, aber das ist eh das, wo es hingeht. Da wäre noch eins. So, komm. Kanonendinger. Aber das ist jetzt nicht so prickelnd viel, muss ich leider sagen. Andererseits will ich hier ehrlich gesagt also an dieser Schmelze auch gar nichts mehr anschließen, weil das ist ja alles am Anfang. Und ich muss Masten sparen. Und das würde der Bus wahrscheinlich eh nicht aufnehmen können, wenn ich hier jetzt wirklich volle Tube hochfahre und die Schmelzen um auch komplett arbeiten. Also das passt dann schon so. Nein, das war doof, das wollte ich nicht. Also ich würde sagen, das passt dann schon so in etwa. Was macht ihr hier? Wieso fliegt ihr mir hier so weit nach? Ach so, weil ich gesagt habe, ich will das Zeug haben. Ach, ihr seid so treue Helfer. Ach, so schön. So nett von euch. So, okay. Na gut. Dann also hier nochmal hoch. Ja, haut wieder ab. Trotteln. Das darf doch wohl nicht wahr sein. Ja, und Kohle haben wir sehr viel. Das ist schön. Also Kohle haben wir wirklich genug. Mehr als genug. Habe ich schon öfter gesagt, ne? Habe ich hier eigentlich, Moment, müsste ich ja wohl noch irgendwie ein Exklusiv. Ja, da muss ich den Masten wegtun. Dann kriege ich da exklusiv was raus. Da ist gar nichts. Da bekomme ich auch noch ein bisschen was raus. Komm, dann machen wir das, oder? Gut, okay. Also das wäre die eine Kupferschmelzpartie. Viel ist es nicht. Wo bekomme ich noch Kupfer raus? Also rein in den Bus. Da geht überall nur raus. Ja, wenn das nur nehmen und kein geben ist, ist natürlich klar, dass wir da auf einmal Mangel haben. Da geht noch was rein. So, wo kommt das her? Mein Kupferfelder haben wir da oben sonst auch noch zwei kleine. Das kommt hier her, aber das sieht ja auch echt schon. Okay, das ist ja komplett leer schon hier. Also da könnte ich auf jeden Fall noch anschließen, wenn es wäre. Ach so, und da kommt von da drüben auch noch irgendwas. Okay. Moment. Also ich habe hier, das ist echt alles verwirrend, was ich hier gebastelt habe. Ja, haut wieder ab. Ach, das ist da dann so ein kleines Kupferfeld. Okay. Ja gut, ich könnte aber jetzt eins machen. Ich könnte da einfach von ganz unten Kupfer hochfahren. Ja, komm, das machen wir. Ich habe, wo sind meine? Ich habe doch hoffentlich mehr als 9. Nee, habe ich nicht. Nö, habe ich nicht, weil die habe ich ja letztens alle gebraucht. Ja, das ist natürlich jetzt suboptimal. Naja, komm, egal. Sparen wir ein bisschen. Einmal machen wir auseinander. So. Siehste, und wenn man ein bisschen spart, dann geht sich das sogar aus. Das hätte ich mir jetzt nicht gedacht. Aber im Endeffekt, das Problem ist ja auch, dass wir dann dadurch ja trotzdem. Wie mache ich denn das jetzt blöd? Habe ich. Ich glaube, ich mache das lieber so, weil. Wobei. Nee, brauche ich gar nicht. Das ist. Komm, bitte. Das passt
schon so. Da kommt eh nicht so viel raus. So. Einmal darüber. Machen wir das ganz cool. Ja, machen wir einen auf ganz cool. Ich habe eh natürlich nur noch einen Tyler-Teller. Hätte mich jetzt ja auch gewundert, wenn es mehr gewesen wären. Soll ich da einfach gerade hochfahren? Eigentlich könnte ich gerade hochfahren. Wow. Achso, ich muss natürlich das bestromen auch noch. So, einmal, zweimal, dreimal, viermal, fünfmal. So, einmal hoch bitte. Quer durch den ganzen Kontinent. Ja, und spätestens jetzt bräuchte ich noch einen Tyler-Teller, dass ich nicht habe. Oh nein, da ist ein Baum im Weg. Toll. So. Tja. Was machen wir jetzt? Haben wir da drüben noch irgendwo ein überschüssiges Tyler-Teller versteckt? Ne. Gut, ich könnte eins machen. Fragt einfach nicht, Leute, fragt einfach nicht. Verwirrt bauen ist mein zweiter Vorname. Also verwirrt ist mein zweiter Vorname. Bauen ist mein zweiter Nachname. So, gut, dann wäre das ein bisschen abgedatet worden. Das ist schön. Wir werden zwar trotzdem, glaube ich, nicht alle Schmelzen brauchen hier. Es ist sowieso von der Kapazität her nicht wirklich ausgelegt, dass da viel mehr ist. Weil wir zu wenig Schmelzen haben. So, dann schauen wir mal, was haben wir da sonst noch irgendwo angeschlossen. Da wird auch wieder nur genommen. Genommen. Und dann ist aus. Okay. Ja, im Endeffekt, wir sollten zumindest oben irgendwo noch eine Schmelze anschließen. Ich meine, es geht sich aus. Ja, vor allem, es wird jetzt auch, glaube ich, wieder ein bisschen mehr. Ich meine, da ist es ja fast voll. Ja, keine Ahnung. Schwer zu sagen, schwer zu sagen. So, gut, jetzt schauen wir. Ich bräuchte noch zwei. Ach toll, hier die Eisenzahnräder. Haben wir vielleicht ein bisschen zu viel genommen? Ich bin mir nicht sicher. Apropos zu viel, es ist ja irgendwie witzig. Ich muss die ja leider wieder klauen und da reinschmeißen, weil ich brauche mehr Blau. Es tut mir leid. Ich brauche von allem mehr, oh mein Gott. Ich sehe gerade. Ja. Jetzt hoffe ich nur, dass da zwei so blaue Geschwindigkeitsmodule da sind. Das wäre nämlich super vom Vorteil. Und es mangelt immer noch massiv an. Naja, massiv gar nicht. Na gut, okay. Und es ist eines, verdammt. Na ja, toll, das kann noch dauern. Ich meine, ich könnte ja währenddessen einfach den da machen. Geht schneller. Hui. Hilft nur nix. Weil es fehlen hier die Dinger. Alter, was? Okay, komm. Ich hol wieder ein paar. Ja, ich helfe da ein bisschen nach, weil das kann sie nicht sein. Es kann sie nicht sein, dass das so lange dauert, ne? Ich wollte doch heute unbedingt noch meinen Anzug fertig machen. Ja, da wäre schon noch richtig viel Potenzial zum Optimieren da, gerade was diese Schaltkreise betrifft. Aber das Problem ist auch immer ein zeitliches, weil wenn man das wirklich richtig alles schön automatisieren und richtig perfekt machen will,
Mein Inventar ist übrigens sehr bunt, fällt mir gerade auf. Ja, wenn man das alles richtig perfekt machen will, dann braucht man einfach extrem viel Zeit. Ja. Man muss alles wieder wegreißen, neu bauen. Die ganze Zeit geht es dann so dahin und ja, das ist manchmal eben schwierig. So, dann komm, ich hau da jetzt einfach mal die vier rein. Damit das ein bisschen schneller geht. Also ihr merkt schon, die Dinger, glaube ich, kann ich nicht reinschmeißen, weil die Dinger, die würden, ihr könnt hier eh auch lesen, also die würden zusätzliche Zwischenprodukte erzeugen. Also alles, was hier ist, Zwischenprodukte, kann ich die Dinger reinschmeißen und dann wird alle 20 fertiggestellten Produkte zum Beispiel, wird noch eins fertiggestellt, ja, so zusätzlich. Das ist schon ganz praktisch. So, wie sieht das jetzt aus? Zwei haben wir hier schon. Okay, ja, schön langsam geht's ja doch dahin. Komm, packen wir da noch ein paar Violette rein. Jetzt ist nur die Frage, haben wir da jetzt genug? Fünf. Ja, sollte passen, oder? Komm, dann können wir die da raushauen. Da müssten jetzt eigentlich. Genau, und das letzte baut er jetzt und dann wird das fertig. Wunderbar. Schön. Geht sich's ja doch noch aus. So, raus damit. Dafür rein da. Ach so, und die roten. Ne, doch, die brauche ich hier. Die grünen brauche ich da unten nicht, aber ich habe sie halt trotzdem mit dabei, weil ja, so genau muss man da jetzt nicht sein. So, endlich. Okay, also wir haben 5 von 5 und ich kann hier meine Rüstung bauen. So, Gott sei Dank, das ist schön. Das freut mich richtig. Jetzt ist nur das Problem, na, müssen wir irgendwo anziehen, wo freie Fläche ist. Wie sieht es eigentlich hier jetzt aus? Wie viel haben wir denn da schon? 14, sehr schön, wir brauchen 40, damit wir den Kovarex-Anreicherungsprozess starten können. Also es kann noch ein bisschen dauern. Und erst dann möchte ich mit Nuklearenergie anfangen. So, und jetzt spannend, 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 spannend. Tada! Und wir haben sogar ein bisschen mehr Inventarplätze. Aber das richtig Tolle dran ist. Oh. Ja, natürlich. Ich muss das Zeug. Kann ich da auch so? Ja, kann ich so machen. Ich muss das Zeug aus der alten Rüstung raustun und in die neue reintun. Aber wir haben richtig, richtig viel Platz. So. Einmal da, dann der Fusionsreaktor kommt daher, dann die Batterien haben wir dahin. Energieschild kommt da oben hin. Dann haben wir hier noch ein bisschen Solarenergiepanel. Weiß nicht, warum, dass ich die Dinge überhaupt noch habe. Und persönlichen Roboterhanger haben wir natürlich auch. Und das Nachtsichtgerät brauchen wir natürlich auch. Wobei, Moment, das ganze persönliche Zeugs hauen wir da oben hin. So, habe ich jetzt alles reingepackt, was ich drin hatte? Ich glaube ja schon. Okay. Ja, wunderbar. Es ist leider nur die Batterien. Tja. Ach so, weil er jetzt den Roboterhanger noch auflädt. Okay. Ja, aber auf jeden Fall, wir könnten jetzt hier, komm, wir machen uns, weißt du was, wir machen jetzt hier noch Flammenwerfergeschützturm, nee, persönliche Laserverteidigung. Oder nö, wir können auch, komm, das machen wir auch, ein Exoskelett bitte und einmal das Ding da. Machen wir ein zweites. Schön. Und wir könnten uns eigentlich auch noch ein Schild machen, aber da brauchen wir erweiterte Schaltkreise natürlich, was denn auch sonst. So, na egal, komm, das muss jetzt nicht sein. Aber wir haben, hey, das Exoskelett, weil das ist nämlich auch cool. Weil dann laufen wir schneller. Das ist zwar riesig, aber wir sind dafür schneller. Hey, und das ist natürlich sehr praktisch in einem Let's Play. So, gut. Packen wir den alten Rucksack noch nach unten. Ach, was ist denn hier wieder? Grüne Schaltkreise. Komm, wir werden ja wohl grüne Schaltkreise irgendwo klauen können. Da zum Beispiel haben wir Millionen grüne Schaltkreise. Ich meine, nicht nur, wir haben auch rote. Wir nehmen einfach alle. Hey! So. Ja, komm. Passt. Okay. Gut. Ja, wunderbar. Schön. Also, das war auf jeden Fall sehr erfolgreich heute.
Wir haben schon wieder hoffnungslos überzogen. Das ist natürlich eine andere Geschichte, aber naja, ihr habt ja da eh nichts dagegen. Manchmal, wenn es mir Spaß macht, dann spiele ich das einfach so gerne einfach weiter. Und ja, da kann schon passieren, dass wir überziehen. Moment, jetzt mache ich eins noch. Jetzt mache ich hier noch kurz, während bis der die Laserverteidigung fertig macht, weil das dauert noch ein bisschen. Vielleicht kriegen wir es ja jetzt fertig. Die Fassgeschichte. Ich glaube, solange das in der Mitte noch langsamer läuft, jetzt glaube ich, jetzt müssten wir es durchgehend, ja, jetzt haben wir es durchgehend sauber. Wenn ich jetzt nämlich ein solches reinbaue, dann merkt ihr gleich, dann wird irgendwann das mittlere langsamer. Seht ihr das? Also das Innere. Das geht bis ganz zurück, genau. Und aber das ist aber nur, wenn man ein falsches Stück drin hat, weil sonst gleicht sich das alles schön aus. Weil es ja überall dieselbe Geschwindigkeit. Gut, okay. Heieieiei. 1,5 Stunden. Fast 1 Stunde 40. So, Eisen haben wir genug. Ja, Kupfer müssen, werden wir dann nächstes Mal gucken. Ja, aber Wahnsinn, heute haben wir echt viel gemacht, was ich mir schon ewig vorgenommen habe. Also gerade die Rüstung und das Automatisieren der Effektivitätsmodule habe ich mir echt schon lange vorgenommen. Ist hier eigentlich irgendwo noch was drinnen? Nee, oder? Was ist denn jetzt los? Ich möchte doch nur da reingucken. Also da kann man sowieso nichts reinpacken. Okay. Gut, ich könnte die tragbaren Solarpaneele noch mitnehmen. Ja, weißt du was? Wenn ich sie schon habe, nehmen wir sie natürlich mit. Noch habe ich genug Platz. Ich bin überlegen, ob ich mir noch einen zweiten Fusionsreaktor reinpacke, aber das brauche ich normalerweise auch nicht, weil das lädt ja echt schnell auf. So, gut. Ja, aber in dem Sinne, liebe Leute, vielen Dank fürs Zusehen und ich hoffe, man sieht sich das nächste Mal wieder, wenn es wieder heißt Let's Play Factorio. Ja, es freut mich. Tschüss.